Jo Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Road to Knife Boxing 2.0. Ich habe für heute 10 Horizon Kisten vorbereitet, die ich mal aufhebeln werde. Nebenbei werde ich noch was erzählen bzw. des Wasserschadens, wie es weitergeht, wann wieder regelmäßig Videos kommen und so weiter und so fort. Und am Ende des Videos gibt es dann auch noch ein kleines Giveaway, also klein, eigentlich ist es wieder ein relativ größeres Giveaway, aber das seht ihr dann am Ende. So, ich hoffe, ich habe bei den Horizon Kisten das erstmal mehr Luck als sonst, weil die letzten zwei Unboxings waren jetzt eher nicht so nice. Ich glaube, einmal hatte ich nur Blue und einmal hatte ich nur Blue und zweimal Purple oder so. Jetzt habe ich mal wieder Blue. Nice. So. Also, wegen des Wasserschadens mal. Also die Trocknungsgeräte, die stehen eh noch alle hier und machen halt ihren Job. Und ich ziehe halt wieder Blue, das ist mein Job. Und diese Firma, also die laufen jetzt mal bis Ende des Monats. Die kommen dann irgendwann nochmal und machen eine Messung, eine Feuchtigkeitsmessung. Falls es dann passt, dann ist das bis dorthin mal fertig. Und dann kommt halt noch ein Maler und Fliesenleger und tut halt dann noch die Wände verputzen und neu ausmalen und wieder Blue. Und ich sag mal, bis Ende des September dauert es auf jeden Fall. Vielleicht bis Mitte Oktober sollte das Ganze dann hoffentlich vorbei sein und dann werden wieder regelmäßig Videos kommen. Also regelmäßig. 2 bis 3 Mal im Monat. So wie es halt, also im Monat, was rede ich? 2 bis 3 Mal die Woche. So wie es sonst halt immer. Wie oft ziehe ich jetzt diese scheiß Revolver noch? Witz. Ich will Knife. Oder zumindest die AK Neon Rider State Fan. Wäre schon mega sick. Das wäre schon ultra sick. Nee, ist es in diesen Dual Birds, okay. So ein Witz. Ich muss irgendwann mal wieder auf einer Gambling Website, also so Case Opening Seite Kisten hebeln, weil das ist momentan echt schlimm. Es kosten die Kiste wieder 2,20. Aber die Drop Rate bleibt halt dieselbe. Von immer nur blau. Wieder blau. Wow. Das ist jetzt, glaube ich, die 68. Kiste. Ja. Also man kann sagen, es läuft bei mir. Das ist, ja. Also, und was ich noch sagen wollte, warum eigentlich immer nur einmal wöchentlich jetzt ein Video kommt. Weil ich halt am Wochenende nehme ich mir die Zeit, schalte halt dann alle Geräte ab, lass mal kurz durchlüften, dass es hier nicht so heiß ist. Ich meine, ich habe trotzdem noch 32 Grad hier unten. Und ist halt jetzt auch nicht gerade angenehme Temperatur. Aber jo. Für die paar Stunden kann ich das halt, also halte ich es dann hier unten aus, jetzt die Kiste und zieh halt mal kurz, zieh mal blau und nehm das halt dann auf, ne? Ihr wisst, wie es läuft. So, alles Neueste. Kann man sagen, ist gut, ne? Zehnmal blau, wer kennt das nicht? So gut. Ja, das war es mal, die Kisten zum Thema Wasserschaden hätte ich, glaube ich, jetzt auch mal alles, also alles gesagt, das Notwendigste zumindest, falls der noch irgendwer noch Fragen hat, schreibt es mir in die Kommentare. Und dann zum Giveaway, für dieses Monat hätte ich hier ein Falcon Knife Ball First in Field testet. Und das ganze Giveaway, also ich habe mir jetzt da rausgesucht, wo die Float halt ein wenig besser ist, dass das halt nicht komplett zerkratzt ist, ne? Wisst Bescheid. Das Giveaway läuft jetzt mal wieder über Gleam.io. Da habt ihr dann die, kommt halt, also wer Gleam noch nicht kennt, das ist halt eine Website, die verwendet so ziemlich jeder für Giveaways. Ich verlinke euch das in der Videobeschreibung, erster Link, könnt ihr nicht verfehlen und dann könnt ihr halt hier die ganzen Punkte abarbeiten. Jo, ich kann mich nicht selber abonnieren.
Und dann habt ihr halt dieses, weil abonniert meines Kanals müsst ihr sein und dann schaltet die nächsten frei. Desto mehr ihr halt abarbeitet, desto mehr Punkte bekommt ihr und desto mehr, also desto höher ist dann die Wahrscheinlichkeit, dass ihr das Knife gewinnt. Es gibt auch manche dabei, die könnt ihr täglich machen und manche, die könnt ihr halt nur einmalig machen. Aber da werde ich dann, glaube ich, noch ein paar Sachen dazu adden, also dann könnt ihr halt noch mehr Punkte sammeln. Jo, das war's dann eigentlich auch schon wieder mit dem Video. Wie gesagt, ich werde mich dann ungefähr am Ende des Monats noch ein Update machen, beziehungsweise was Schaden, wie es dann weitergeht oder ob es dann noch länger dauert, ich hoffe nicht, weil es fuckt mich schon ab, weil ich kann halt sozusagen nur einmal, also ein paar Stunden die Woche hier sitzen und zocken oder ein Video machen oder irgendwas, also einfach die Zeiten zum PC. Ja. Dann Skiwi, genau. Skiwi läuft ungefähr 2 Wochen, bisschen länger sogar. Und ihr habt es hier halt eh auch stehen, 18 Days left. Und ich werde aber das Skiwi nicht auf den Tag dann auslosen. Also den Gewinner werde ich nicht ziehen, also den Tag, wo das Skiwi beendet. Sondern das muss ich dann irgendwie, wie gesagt, ich kann nur ein Video die Woche machen und das muss ich dann irgendwie halt koordinieren, dass es rechtzeitig kommt. Über eine positive Bewertung und über einen Kommentar würde ich mich freuen, hilft mir auch weiter. Und dann sage ich nochmal noch ciao und bis zum nächsten Mal. Euer Alex.